Moin Moin, Gearbest hat mich gebeten, doch ein paar Reviews zu machen für Sie. Und ich habe gesagt, okay, schickt mir schönes FPV-Zeugs, dann schauen wir mal, was sich damit anstellen lässt. Und was haben Sie mir geschickt? Eine klitzekleine FPV-Drohne. Dieser kleine Quadcopter, der CX-10WD, hat Wi-Fi-Anschluss und einen eigenen Controller. Drin im Paket ist diese Fernbedienung, nein, Fernsteuerung genauer gesagt, wo auch gleich das Gehäuse die Garage für den Quadcopter ist. Man hat mir das hübsche Rosé geschickt. Über Geschmack lässt sich streiten. Gibt es auch in anderen Farben, in Gold und in Grau. Und dieser Copter, dieser kleine Quadcopter, hat vorne eine Kamera, die das Signal über Wi-Fi an ein Smartphone überträgt. Die kleine Antenne hier kann man rausziehen, damit der Empfang noch ein bisschen größer ist im Wi-Fi-Bereich, denn angegeben wird es mit maximal 30 Meter. Okay, darüber lässt sich wahrscheinlich streiten. Aber im Zimmer oder im kleinen Hallenbereich wird es funktionieren. Auch draußen, wo weniger Wi-Fi-Störungen sind, wird das Gerät eine gute Übertragung haben. Auf jeden Fall eher auf kurze Distanz. So, das Manual ist hier in Englisch natürlich dabei. Kommt ja direkt aus China das Ganze. Mit Beschreibung und auch wie man die App für das Smartphone herunterlädt. Gibt es ein paar Barcodes, die kann man einscannen. Okay, Bedienung. Wunderbar. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Der Copter lässt sich also einmal über die Fernsteuerung bedienen oder auch über eine App, mit der man auch das Videosignal dann übertragen kann. In der Bedienungsanleitung wird hier die App CX-10WD besprochen. Aber diese Software funktioniert nicht. Auf jeden Fall nicht so, wie ich das gerne hätte, weil beim Einschalten der App er gleichzeitig die Kontrolle übernimmt auf dem Smartphone und damit lässt sich die kleine Drohne nicht mehr über die Fernsteuerung bedienen. Man muss erst den Copter über die Fernsteuerung verbinden und dann erst das Wi-Fi einschalten. Das ist ziemlich lästig, aber mit dieser App, der Wi-Fi FPV, die scheinbar aus der gleichen Ecke kommt, funktioniert das wesentlich besser und sieht ähnlich aus. Hat nur den Vorteil, dass sie nicht gleich die Kontrolle übernimmt, wenn man das Wi-Fi einschaltet. Zum Bedienen des Copters über die Fernsteuerung und Anzeige des Videosignals schieben wir den beigelegten Halter rein. Bringen das Smartphone rein. Das Ganze lässt sich noch auseinanderziehen, damit man das auch schön bequem in die Hände nehmen kann. Und jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen eng hier. Gehen wir ein bisschen weiter weg. Und können die Fernsteuerung einschalten. Zum Binden blinkt noch langsam einmal hoch, einmal runter. Und jetzt ist der Copter scharf. Das Videobild wird noch übertragen und wir können hier über den Einschaltknopf das Ganze starten. Zack,
einmal hoch, einmal runter. So, und das Ganze klappt so wunderbar. Und dann werden wir mal schauen, wie das Ganze sich beim Fliegen verhält. So, wir starten dann noch einmal kurz. Schalten hier das Video ein. Und versuchen jetzt mal ein Flip, den er automatisch macht, durchzuführen. Drücken also hier einmal auf den Knopf, nach vorne drehen und zack. Und das Ganze jetzt nochmal mit einer Rolle. Komm. Gerade mal ein bisschen besser zu sehen, ein bisschen dichter ran. So. Rolle. Zack. So, und jetzt fängt an zu blinken. Und jetzt gehen wir mal in die automatische Landung. Drücken und unten. Fast getroffen. Kleines Fazit am Schluss. Die FPV-Drohne CX-10WD von Gearbest fliegt sehr stabil. Besser als ich gedacht habe. Durch die Alt-Hold-Funktion behält es ja automatisch die Höhe. Man kann sie also ganz auf den rechten Steuerknüppel konzentrieren. Links, rechts, vorwärts, rückwärts. Damit ist das Fliegen auch für Anfänger sehr schnell erlernbar. Das Videobild über Wi-Fi ist, wenn es läuft, sehr gut. Hat eine sehr gute Qualität mit 720x576 Pixel. Hat aber natürlich seine Macken bei Wi-Fi. Wenn es mal keine gute Übertragung gibt, dann bleibt das Bild stehen. Und dann ist ein FPV-Fliegen nicht mehr möglich. Dafür ist die Qualität eben hervorragend. Gut, das war es soweit zum ersten Mal für mich. Wenn euch das Review gefallen hat, gebt mir ein Like, abonniert den Kanal, damit ihr mitkriegt, wenn es wieder neue Reviews von mir gibt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.